Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von Robert Kraft. Jo, neuer Tag, neues Glück. Wir haben zweifach Bonus. Der Tobi ist wieder dabei, leider nur der. Wir haben uns ein bisschen verkracht mit ein paar anderen Leuten, weil wegen, keine Ahnung, der hat seine Tage oder so. Man weiß es nicht genau. Und jo, deswegen machen wir das ganze Ding jetzt zu zweit. Erstmal, was? Was? Automated Message from the Dev Team. X-Men's gift a free gem to your X-Men, bla bla bla. What's inside the present? Ist das jetzt schon wieder so ein Code oder was? Ja. Premium? Aber ich weiß noch nie, was es gibt. Ja, ich löse ihn jetzt erstmal nicht ein. Mach du das erstmal, weil wenn es Premium ist, reicht ja, wenn einer von uns beiden den hat. Ja, braucht lohnt sich aber nicht, wenn wir zu zweit spielen. Stimmt auch wieder. Außer natürlich die Extra-Punkte. Egal, wir sind auf jeden aber Fall... Aber ich schätze mal, das ist noch 10 Minuten und da wird man bei Google finden, was dieser Code beinhaltet. Ja, stimmt. Denke ich auch mal. Gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Folgentitel, nämlich Free Gift Code Inside. Wobei, den hat ja sowieso jeder, von daher ist auch egal. Robert könnte natürlich, ja, guck mal an, wer da gerade anfängt, Robert Kraft zu spielen, aber das ist mir jetzt egal, wir starten jetzt einfach den Platon. Und hoffentlich läuft das jetzt mit unserem gegenseitigen Todheilen. Ich bin ja mal verspannt, ich hoffe mal, jetzt kriege ich das hier nicht. Ich kriege das jetzt nicht vernünftig umgestellt, scheiße. Hast du mal, guck mal eben kurz auf die Uhr, warte mal, was haben wir jetzt, 9 nach, ich habe ungefähr jetzt, was haben wir jetzt, 2 Minuten schon rum, sagen wir mal es einfach, also 7, okay, 10 nach, jetzt sagen wir einfach mal 23, dann müsstest du gucken, ich habe nicht vercheckt auf die Uhr zu gucken und da es jetzt gerade Monitoraufnahme ist, ist es schlecht, jetzt ganz kurz mal eben auszutappen. So, professionell, stell dir doch mal einen Wecker. Ja, das habe ich am Anfang gemacht, das ist nicht ganz so professionell. Professionell ist, wenn es auf dem dritten Monitor dann einfach mal so nebenbei läuft, wenn man die Zeit einsehen kann, die gerade... aktuell so zusammengekleistert ist. Ach, du bist aber ein Schöner. Nee, was du ein Schöner bist auch. Ja. Und du bist auch fast gar nicht schön. So, wo wollen wir denn jetzt? Du hüpfst und springst hier durch die Gegend, nur um mir zu teilen, dass du total toll bist. Auch wäre das witzig gewesen, wenn du jetzt auf den Rücken gekullert wärst. Ja, oder auf dir gelandet. Alter, ich bin total instabil. Hör auf damit. Ab durch die Mitte jetzt hier. Da kriegt er. Der ist schon mal weggebumst. Ja, der hat halt One Hit Wonder gespielt, ne? Ja, dann. Aber irgendwie geht keiner kaputt. Wo sind sie denn alle? Da hat's einen getroffen. Wo? Nee, also einer von uns hat einen Gegner getroffen. Hast du das Paling nicht gehört? Ja, das habe ich gehört, aber da hinten ist einer, der kaputt geht. Da kraxelt einer. Oh Gott, der ist ja auch cool mit den zwei zwei Dingern. Der ist einfach mal da hochgekraxelt. Ist ja, natürlich auch eine Option, ne? Der hat Ketten dran und vorne und hinten jeweils eine von diesen Walker-Legs. Und dann kommst du nach oben. Ja, da. Andro Dodgy Kochi Wuchi Bocci hat sich gerade in Luft aufgelöst. So ein Mist, den wollte ich doch gerade reparieren. Ja, irgendwie lösen die sich alle viel zu schnell auf. Die kann man gar nicht reparieren. So, ich greife jetzt an. Ist mir zu doof. In der Mitte stehen sie übrigens alle, haben sich verkämmt. So, komm schon her, du. Du kriegst grad Schaden. Ja? Ja. Nee, oh ja. Ich komm mal zu dir. Ein Hoch auf unseren Ebola. Okay, lassen wir das mal. Mr. Shooter. Ich hab ein bisschen Verbindungsprobleme, glaube ich, gerade. Aua. Oh, ich bin auch ein One Hit Wonder. Bist du kaputt? Was machen die denn hier? Also. Wie du bist tot? Ich bin tot. Ja, dann sind die Verbindungen zum Server sehr geil, weil ich lebe noch und du lebst bei mir auch noch. Ich hoffe einfach, dass deine Qualität in der Aufnahme besser ist vom Mikro. Ja, das sollte relativ egal sein, weil das mal von meinem Rechner ist und der hat relativ wenig Latenz. Ja. Komm her! Ich hab zwar nichts. Ich verstehe dann halt so ungefähr gar nichts. Aber das ist ja nicht so schlimm. Ich reiß den kaputt! Scheiße! Ja, die Runde können wir, glaube ich, uns ziemlich decken. Ja, dieser Ebola Ray. Relay. Der hat da alles ganz schön weggehauen. Ja, ist halt so mit Ebola. Greift halt knallhart durch.
Beim Plasma-Eumel. Warte ich jetzt oder warte ich jetzt nicht? Ich habe keine Ahnung. Wir sind doch fast tot. Naja. Weiß ja nicht, wie viele Punkte du gemacht hast. Vor allem dieser Guild-Rein ist toll. Der sieht noch richtig. Der hat auf jeden Fall die Mobilitätsgarantie. Oh ja. Der kann ja. Oh, hoppala. Jetzt haben wir noch einen Magiesturm. Ach nee, Magistrum. Oh nein, jetzt auch nicht, der wird noch nicht mal bemerkt, das ist ja witzig. Das war klar. Da kommt noch einer von hinten. Und von Frau, oh, jetzt ist er bemerkt worden. Warum schießt denn der nicht? Ah, okay. Man muss erst laden. Plasma-Diener sind doch nicht so schnell. Der macht aber gerade konsequent einen Plasma nach dem anderen weg. Ja, jetzt hat er verkackt. Ja. Oh, Alter, ui. Was kam hier? Ui, 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 ui. Das waren viele Bübücken, die da geflogen haben. Ja. Das hat sich jetzt gerade aber ziemlich zügig in Wohlgefallen aufgelöst. Also, naja. Ja. Na komm, Hubun. Komm, lass dich treffen. Du hast sowieso keine Chance. Ach komm, der guckt doch mal, ob der in der Mitte alles rumfährt. Und mal. Das sieht doch total... Der ja, Knödel, da ist ja vor allem gut, dieser Würfel da. Dieses Hängebauchschwein. Genau das, was da gerade ankommt. Was da gerade hochkommt? Oh. Also schön ist das ja nicht, aber oh, oh. Aber das er hat sieht doch nicht viel aus. Nee. Ja. Ja, also für eine Einstiegsrunde auf jeden Fall schon mal ganz okay. Ja, voll auf die Fresse. Boah, 58 Punkte. Boah, Wahnsinn. Und ich hänge im Ladebildschirm. Ja, gut. Ja. Ich habe eine, ich wollte gerade sagen eine Eieruhr, aber die gibt es ja nicht mehr. Einen sich drehenden Kreis. Ah, das ist aber schön. Oh, Robocraft-Client reagiert nicht. Ja, bei mir bist du auch ein bisschen offline. Ja. Ja, wunderbar, wie das wieder funktioniert. Ist gerade ein Update und schon kackt's ab. Ja, ne? Also, ja, bei mir geht's ja tatsächlich noch. Wahnsinn. So, Login. Ich hoffe, das geht jetzt auf Anhieb, sodass wir nicht jetzt gleich mal irgendwie neu starten müssen. Das wäre jetzt nicht in meinem Interesse. Ja, vielleicht das Update, was eingespielt haben, dass jetzt Datums stabiler laufen. Ich habe irgendwie was im Hals. Merkst du das? Verstehe ich gar nicht. Bis dann, ich bin im B. Ja. Im B? Ja, das stand da gerade. Man fragt sich jetzt natürlich, was B ist. Ich habe da so eine Vermutung, aber ich glaube, es heißt so viel wie Bratwurststand. Oh, immerhin 1300 RP. Getan in der Runde. Ich weiß es gar nicht mehr. Und nach meiner Liste sind wir auch noch in einem Platon. Oh, hier steht jetzt gerade was im Text. Nur für Leute, die sich den Code selbst besorgen und nicht wie Waldorf Schüler fragen müssen. Da, wir sind schon wieder beim Thema, würde ich sagen, ne? Ja. Ist halt schon toll. Gut. Ja, dann, ich glaube, ich switche mal ein bisschen um auf Damage, weil so macht das ja keinen Sinn, oder? Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Also bei mir wirst du tatsächlich noch im Platon angezeigt. Wie ist denn das bei dir? Ja, bei mir auch. Ja, du bist aber offline. Bei mir. Nein, ich bin im Spiel. Nee. Piept doch, jetzt? Ich nicht. Piept das, wenn ich EB mache? Your plating is waiting. Jo, ja geil, dann machen wir das mal, ne? Ah ne, du bist ja gerade am Umswitchen. Ah, ich komme. Bin da. Bin zwar nicht ganz... Extrem erotisierend. Ui, es gab Premium-Code zu verschenken, oder? Ich glaube, da war was. Ja, es sieht danach aus. 90%, ja. Oh, guck mal, da ist auch noch ein Premium-Code. Waldorf minus 42512. Cool. Ich glaube, der Mensch mag keine Waldorf-Schüler. So. Ja, peeping for your Platon, ne? Ich bin im Spiel. Ja, und du bist nicht dabei. Ja, hat ach, das klappt ja wieder super hier. Hm, toll. Pferd. Gott. Elf-Destruct. Ja, ja, wunderbar. Was will man mehr?
Ich würde sagen, wir machen dann jetzt gleich einfach eine neue Party. Dann wird die heutige Folge ein bisschen kürzer. 10 Minuten sollten wir ja trotzdem dicker haben. Ja, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Däumchen nach oben, wenn es gefallen hat. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Robert Kraft wieder. Und dann gucken wir mal, vielleicht haben wir bis dahin den Code schon eingelöst. Vielleicht gucken wir dann mal, machen wir so ein Unboxing, was drin ist. Mal sehen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Tschüss.